Mein Name ist Franziska Heine. Ich bin die geschäftsführende Vorständin des Vereins, gemeinsam mit Christian Homburg, der auch hier ist, aber ich habe ihn noch nicht hier im Raum entdeckt. Der kommt aber bestimmt noch. Da kommt er. Da kommt der Christian auch. Ganz ruhig, Christian. Wir fangen langsam an, habe ich gesagt. Ja, wir freuen uns tatsächlich riesig über die Veranstaltung heute unter dem Thema Kampf um das Internet. Denn die Themen und Aspekte, die Stefan Maider im Buch anspricht, die prägen natürlich ganz besonders auch unsere tägliche Arbeit hier im Verein. Darum freue ich mich auf ganz viele hoffentlich spannende Gespräche heute Abend zu dem Thema, wie können wir denn dieses Internet noch besser und schöner und für uns alle nutzbarer machen. Und übergebe an der Stelle schon an Tobias Schmidt, unseren Moderator heute Abend, und wünsche uns ansonsten ein großes Vergnügen dabei. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Tobias Schmidt. Ich werde den heutigen Abend moderieren. Wir sprechen über nicht kommerzielle digitale Anwendungen im und rund um das Internet. Diese Sphäre bezeichnet der Autor Stefan May als nicht kommerzielle digitale Gegenwelt. Politik und Wirtschaft haben bislang kaum funktionierende Anwendungen auf die Machtkonzentration im kommerziellen Internet gefunden. Und hier springt laut May die Zivilgesellschaft ein und liefert einen, Zitat, ernstzunehmenden Gegenentwurf, der darauf wartet, entdeckt und genutzt zu werden. Über diesen Gegenentwurf wollen wir heute miteinander ins Gespräch kommen. Und zunächst darf ich den Autor begrüßen. Stefan May ist freier Technologiejournalist mit einem sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Er arbeitet für verschiedene Online- und Printmedien, hält Vorträge, gibt Workshops und hat 2021 bereits ein Sachbuch veröffentlicht, das ebenfalls im Beck Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel Darknet – Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Herzlich willkommen. So. Hallo, danke für die Einladung. Jetzt müsste gleich meine Präsentation zu sehen sein. Ich bin freier IT-Journalist. Ich habe zwei Bücher geschrieben, eins über das Darknet, das war das letzte oder das aktuelle, der Kampf um das Internet und um die Thesen, da soll es heute gehen. Eine andere digitale Welt ist möglich und sie ist nötig. Die fünf großen Unternehmen haben sich die digitale Welt aufgeteilt, die kennen Sie, die kennt ihr alle, die dominieren den Markt der Suchmaschinen, der Betriebssysteme, der sozialen Netzwerke, des Onlinehandels, von Online-Werbung und. Und das bedeutet verschiedene Dinge. Das bedeutet, dass sich die Daten und Umsätze der westlichen Welt dort ballen und es bedeutet auch, dass diese Unternehmen über Imperien von hunderten Millionen oder gar Milliarden Menschen die Regeln bestimmen können, an was die sich auf ihren Plattformen zu halten haben. Und es mangelt nicht an Problembeschreibung, aber an Lösungsideen. Staatliche Regulierung läuft oft ins Leere und dass der Markt das löst, daran glaubt nun wirklich niemand mehr. Und das Schöne ist, es gibt eine Antwort, nämlich aus dem Netz selbst heraus, die nicht kommerzielle digitale Gegenwelt. Und die liefert zu fast jedem Produkt der Big Tech-Unternehmen eine Alternative und diese Welt ist atemberaubend groß. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Was sie verbindet ist, es entstehen digitale Gemeingüter. Das können freie Inhalte sein, freie Programme, freie Plattformen, freie Betriebssysteme und. Wie tickt diese besondere Welt, wenn nicht Unternehmen die maßgebliche Struktur sind? Es gibt sowas wie eine typische Anatomie der digitalen Gegenwelt. Im Mittelpunkt stehen meistens Communities, das sind einfach Kollektive von Menschen, die sich zusammenfinden, weil sie an gemeinsame Werte glauben und die strukturieren sich über typische Prinzipien, Meritokratie, wer mitmacht, darf mitbestimmen oder hat bestimmte Rechte, Duocracy, tun, worauf man Lust hat und was einen interessiert, dann gibt es Machtpositionen, die über Wahlen vergeben werden und es gibt thematische Abstimmungen.
Eine zweite Säule der digitalen Gegenwelt, das sind oft hauptamtliche Organisationen, die zum Beispiel so heißen, die sind mal groß und mal klein, die sind mal demütige Diener der Community und mal sind sie die eigentlichen Akteure, die die eigentliche Arbeit machen, die sind mal geschlossen, mal partizipativ organisiert. Und neben diesen zweiten Säulen gibt es dann noch zwei andere Säulen, die so ein bisschen wie Fremdkörper wirken auf den ersten Blick. Das sind zum einen Unternehmen, die bezahlen Leute dafür, in freien Projekten zusammen mit Hackern daran zu arbeiten, oder sie betreiben digitale Gemeingutprojekte komplett selbst und finanzieren sich über Open-Source-Geschäftsmodelle. Und dann gibt es teilweise noch prominente Einzelpersonen, die nenne ich die Gurus. Das sind meist weiße Männer, die haben das Projekt gegründet, die haben eine hohe kulturelle Macht, also was sie sagen, ihr Wort hat Gewicht und die haben oft auch bestimmte feste Positionen in der Community, im Unternehmen oder in den Organisationen. Und ich würde jetzt gern die wichtigsten Kategorien ganz kurz durchgehen mit Beispielen. Und ich würde anfangen mit freien Inhalten und mit einem Projekt, das Sie wahrscheinlich alle kennen, da bin ich mir relativ sicher, und zwar Wikipedia. Bei Wikipedia gibt es eine Community, da entstehen die Inhalte und die besteht eigentlich aus mehr als 300 Subcommunities für jede Sprachversion eigene. Daneben gibt es eine Organisationssäule, die globale Wikimedia Foundation, und um die herum schwirren mehrere Dutzende Landesvereine. Der größte davon ist Wikimedia Deutschland. Und dann gibt es auch noch einen Guru, der Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia. Das höchste Machtgremium der Foundation ist ein Vorstand, da sitzen 12 Leute drin. 6 davon werden über Community-Wahlen bestimmt, 5 davon werden vom Vorstand selbst erwählt und der Jimmy Wales hat als Guru einen festen Sitz im Vorstand. Was sind andere freie Inhalteprojekte? OpenStreetMap, ein ebenfalls gigantisches Projekt, eine freie Weltkarte. Der Reiseführer Wikivoyage, ein Schwesterprojekt von Wikipedia. Archive.org, die archivieren Webseiten. Und Sci-Hub, die illegalerweise, unerlaubterweise wissenschaftliche Inhalte frei verfügbar machen. Die andere Kategorie ist freie Programme, zum Beispiel Firefox, das meiner Meinung nach wichtigste. Und Firefox wird anders als Wikipedia vor allem in-house entwickelt von einer Organisation, der Mozilla Foundation. Und die finanziert sich anders als Wikipedia nicht über Spenden, sondern über einen Deal mit dem mächtigsten Internetkonzern, nämlich mit Alphabet. Die haben in den letzten Jahren jeweils 400 bis 450 Millionen Dollar dafür bekommen, dass Google die Standardsuchmaschine ist. Und da kann man geteilter Meinung sein. Auf der einen Seite sorgt es dafür, dass Mozilla viel Kohle hat, auf der anderen Seite macht es aber aus Firefox in der Werkeinstellung eine ziemliche Datenschleuder. Was sind andere freie Programme wichtige? LibreOffice, das Bürosoftwarepaket, der VLC Media Player, Thunderbird, ein Schwesterprojekt von Firefox, oder das Grafikprogramm GIMP. Freie Plattformen, also Social Media, deren Macht zu knacken ist ziemlich schwierig. Da gibt es das berühmte Henne-Ei-Problem und einem Vertreter ist es einigermaßen gut gelungen, und zwar Signal, dem Messenger. Und Signal hat ein etwas schräges Governance-Modell. Hinter Signal steht eine Foundation mit Sitz in den USA, die Signal Foundation, und die hat einen Vorstand aus 5 Leuten, den kann man sich auf der Webseite der Signal Foundation angucken. Und was man aber dort nicht erfährt, es gibt oberhalb des Vorstands noch eine weitere Machtebene, und das erfährt man an anderer Stelle in einem Jahresbericht, den US-Nonprofits für die amerikanische Steuerbehörde IRS erstellen müssen. Da erfährt man, dass es oberhalb des Vorstands noch eine Mitgliederversammlung gibt und in der sitzt ausschließlich eine Person, nämlich Brian Acton. Der scheint so ein bisschen sowas wie der Alleinherrscher bei Signal zu sein. Das ist der, der ist ein bisschen eine überraschende Figur. Der hat WhatsApp gegründet, hat WhatsApp an Facebook verkauft und hat sich dann mit dem ursprünglichen Signal-Gründer zusammengetan,
die haben gemeinsam die Signal Foundation gegründet. Der hat der sehr viel Geld, der Foundation sehr viel Geld gegeben, 70 Millionen. Der leitet das Tagesgeschäft von Signal, sitzt im Vorstand und schwebt gleichzeitig oberhalb des Vorstands. Man kann nämlich sehen in dem Jahresbericht, dass dieses alleinige Mitglied der Foundation das alleinige Recht hat, den Vorstand zu ernennen, die Directors und den Vorstand zu entfernen. Also das ist so ein bisschen ein schräges Governance-Modell. Andere freie Plattformen sind Mastodon und PeerTube, die gehören zum sogenannten Fediverse, einem verteilten Social-Media-Imperium. Mastodon ist ein Kurznachrichtendienst und PeerTube eine Videoplattform wie YouTube. Man könnte Noodle von Digital Courage als zu den Plattformen zählen, ein Termin- und Umfragetool, und Big Blue Button, eine freie Software für Videokonferenzen. In deutsche Instanzen, deutscher Anbieter davon ist, das ist Zenfcall vom Computerwerkstattverein Darmstadt. Freie Betriebssysteme ist die vierte Kategorie und da gibt es das beliebte und berühmte Linux, eine Betriebssystem-Großfamilie. Das ist der Stammbaum von Linux und Linux ist eine wilde, abenteuerliche Mischung aus Communities, Organisationen, Unternehmen und Gurus. Der Kern von allem ist der Linux-Kernel. Der wird entwickelt von einer Community, in der vor allem Unternehmen aktiv sind. Es gibt eine Stiftung in den USA und es gibt einen Guru, den Linus Torvalds. Der ist Maintainer des Kernel-Projekts und ist sehr gut bezahlter Angestellter der Foundation. Die wichtigste Linux-Version ist Debian. Die wird ausschließlich von einem Kollektiv entwickelt. Es gibt Fedora und SUSE, die dahinter stehen Unternehmen. Einmal das IBM-Tochterunternehmen Red Hat und die Nürnberger SUSE SA. Und die entwickeln dieses Betriebssystem zusammen mit einer Community, die über pseudodemokratische Gremien eingebunden ist. Und die verdienen Geld, indem sie aus dieser freien Version eine angepasste Unternehmensversion machen und vermarkten. Ubuntu ist das meistgenutzte PC-Linux-Betriebssystem für Laien. Dahinter steht ein Guru, Mark Shuttleworth, und dessen Unternehmen Canonical, der das zusammen mit einer Community entwickelt. Und Linux Mint ist eine Abspaltung von Ubuntu nach Selbstverständnissen reines Community-Projekt. Und formaler Anbieter ist aber das irische Unternehmen des Linux Mint-Gründers Clément Lefebvre. Wie ist es mit Smartphone-Betriebssystemen? Da ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es nicht so richtig ein voll funktionsfähiges, unabhängiges, laientaugliches System. Es gibt allerdings Android. Das läuft auf den meisten Smartphones der Welt. Das ist ein Google-Produkt, ist aber seinerseits freie Software, weil es nämlich eine Linux-Abspaltung ist und Linux erzwingt, dass alles, was darauf basiert, ebenfalls freie Software ist. Und Google hat Android aber so geschickt konstruiert, dass sie trotzdem faktisch das Sagen haben. Es gibt einen freien Teil, das Android-Open-Source-Projekt, und es gibt einen nicht freien Teil, man könnte sagen, das Google-Android. Und das Blöde ist, man braucht diese nicht freien Zusatz- und Hilfsprogramme, damit das Smartphone richtig funktioniert. Und es gibt in der digitalen Gegenwelt aber einen Versuch, diese nicht freien Bestandteile irgendwie zu eliminieren und Google rauszudrängen. So, das sind die wichtigsten Kategorien und dann gibt es noch sehr viel mehr. Es gibt freie Verbindungen, zum Beispiel die Antizensur- und Anonymisierungstechnologie Tor oder das WLAN für alle Netzwerk Freifunk. Es gibt freie Hardware, Raspberry Pi. Es gibt freie Hintergrundsoftware. Dazu würde ich zählen die Blog- und Websoftware WordPress, die Do-it-yourself-Cloud-Software Nextcloud oder die Google Analytics-Alternative Matomo. Und es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Wikipedia kennen alle, Firefox, Linux, LibreOffice und Signal haben zumindest mehr als 100 Millionen User. Die meisten Projekte sind allerdings ziemlich nischig und die Nutzung bewegt sich eher im einstelligen Prozent- oder Promillebereich. Woran liegt das? Meiner Meinung nach liegt es einfach schlicht daran, dass wir eine...
Es liegt meiner Meinung nach schlicht daran, dass es eine David gegen Goliath-Konstellation gibt. Dieser Big Tech Goliath, der hat riesige Ressourcen für Entwicklung, für Nutzerforschung, für Marketing, und die freien Projekte, die haben meistens mit sehr viel weniger Ressourcen zu kämpfen und zu knapsen. Das Schöne ist aber, es gibt nicht nur einen David, sondern viele Davids, die gegen diesen Big Tech Goliath antreten. Ich habe den Vortrag begonnen mit diesem Satz: Eine andere digitale Welt ist möglich, und ich würde ihn noch ergänzen: Die ist nicht nur möglich, sie ist schon lange da. Sie muss nur genutzt werden, sie könnte ein bisschen größer sein und oft auch ein bisschen besser funktionieren. Vielen Dank. So. Ja, vielen Dank, Stefan. Dann darf ich die anderen beiden bitten, mich auf dem Panel hier. Setzt euch hin, wo ihr wollt. Und ich stelle noch kurz die weiteren beiden Gäste vor. Wir haben Katharina Nokun bei uns. Sie ist Publizistin, Netzaktivistin und ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei. Sie beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld Digitalisierung und Demokratie und publiziert seit 2020, häufig in Zusammenarbeit mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti, Sachbücher und Artikel zu Verschwörungstheorien und Esoterik. Aber auch sonst ist ganz viel von ihr zu lesen und zu hören. Es sei hier nur erwähnt, dass der Podcast Denkangebot 2020 für den Grimme Online Award nominiert war. Herzlich willkommen. Ja, und neben ihr darf ich begrüßen Tobias Bacherle. Er ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Er hat Politikwissenschaft studiert und ist derzeit Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie Mitglied und Obmann im Ausschuss für Digitales. Herzlich willkommen. Ja, Herr May, Sie haben es ja schon angesprochen. Eigentlich sind alle Lösungen da. Meine Eingangsfrage wäre jetzt gewesen, was sind so die allergrößten? Das haben Sie jetzt uns alles dargestellt und haben diese David gegen Goliath-Situation beschrieben. Es gibt viele Davids. Und jetzt meine alternative Eingangsfrage: Warum setzen sich diese Davids noch nicht stärker durch? Liegt das an den Verbindungen dieser kleinen Anwendungen? Warum sind so viele im einstelligen Prozentbereich? Also, sie funktionieren nicht so gut, sie haben nicht so große Rechenzentren, sodass es immer läuft. Sie haben nicht so tolle Seitenfeatures. Also es gibt meistens sehr viele Leute, die technisch gut sind, die sich um die Kernfunktionen kümmern können, aber es gibt oft zu wenig Leute, die Sachen wie User Research machen und die dafür sorgen können, dass die Usability stimmt, dass die Leute das intuitiv verstehen, dass es gut übersetzt ist. Es ist weniger Geld für Marketing da, und bei den großen Konzernen, die sind meistens sehr gut darin, dass sie die marktbeherrschende Stellung in einem Bereich dafür nutzen, in einem anderen Bereich weiterzukommen, und das geht bei den kleinen Projekten auch nicht so. Mhm. Ja. Also es ist ein interner Aufbau dieser Projekte, aber so wie ich es in Ihrem Buch verstanden habe, liegt es zum Teil auch mit Geldern zusammen. Und genau, das ist eine Ressourcenfrage meiner Meinung nach. Genau, und ein wichtiges Thema von dieser Ressourcenfrage sind ja auch Förderungen. Und interessant finde ich, es gibt in diesem Buch einen starken Fokus auf diese Tech-Szene in Deutschland. Da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen. Und Sie haben aber auch geschrieben, die Förderungen kommen häufig aus den USA. Können Sie dazu vielleicht was sagen? Woher kommt das, dass diese Förderungen aus den USA kommen? Und welche Bedeutung hat demgegenüber die EU oder auch die Bundesrepublik? Lange Zeit gab es den schrägen Projekt, dass die Hackerprojekte alle quasi in die USA gegangen sind. Da gab es einen Fördertopf namens Open Tech Fund, bei dem man sehr leicht an Geld rankommt, sehr niedrigschwellig. Und hierzulande gab es nichts. Also die EU ballert wahnsinnig viel Geld raus, aber das war meistens sehr kompliziert, das zu beantragen. Und mittlerweile haben die aber nachgezogen. Es gibt jetzt in der EU so einen subsidiären Ansatz. Also es gibt zum Beispiel so ein Programm Next Generation Internet Zero. Da bekommt so eine niederländische Stiftung bekommt einen großen Betrag Geld und gibt es dann über
Ausschreibung raus. Und in Deutschland gibt es mittlerweile auch etwas Prototype Fund. Da verteilt die Open Knowledge Foundation Gelder des Forschungsministeriums. Also mittlerweile gibt es auch hierzulande Fördermöglichkeiten. Das finde ich eine sehr sinnvolle Entwicklung. Ja, absolut. Es ist ein gutes Stichwort, zum Beispiel ja auch der Sovereign Tech Fund, Prototype Fund haben Sie jetzt genannt. Sovereign Tech Fund fördert ja mehr auch oder vor allem Infrastrukturen. Wie sieht es denn in einem europäischen Rahmen aus? Vielleicht Katharina Nokun, wenn ich Sie fragen darf. Auf dem EU-Level passiert ja ganz viel. Wir haben den Digital Services Act gesehen, den Digital Market Act, KI-Verordnung, digitale Digital Fitness Fairness Check ist gerade in Bearbeitung. Das heißt, es gibt ganz viele Pakete. Funktionieren die gut zusammen und wird jetzt das Federated Web gestärkt? Ja, so sagen wir. Also sagen wir mal so, es könnte immer mehr gemacht werden und das, was passiert, ist auf gar keinen Fall genug. Was ich interessant finde im europäischen Vergleich ist, dass es ja durchaus Länder gibt, die einen viel stärkeren Fokus darauf legen, zu schauen, naja, wo können wir Synergien nutzen bei den Ausgaben beispielsweise der öffentlichen Verwaltung für Infrastruktur und die es durchaus eben auch als strategisches Projekt sehen, um eben ja, auf den Fuß zu fassen im internationalen Markt für Dienstleistungen im digitalen Sektor. Ne? Also wenn wir uns beispielsweise Estland anschauen oder andere Länder, da ist ja auch das Businessmodell quasi, wir entwickeln selbst in bestimmten Bereichen Anwendungen, die eben auch Open Source sind. Und unser Land ist ein Showcase. Ja? Wenn andere Länder dieses Produkt haben wollen, können sie das kaufen und davon profitiert natürlich dann eben auch die Dienstleisterin, die das dann entsprechend entwickelt hat. Und das ist ein Bereich, da finde ich, könnte man viel mehr machen. Weil ich finde, das eine ist die Sache Förderung für Projekte, aber man muss ja sagen, es gibt ja auch unglaublich viele Ausgaben, die getätigt werden von staatlicher Seite, wo man sagen muss, das wäre doch eigentlich skalierbar und das ist langfristig, auf gut Deutsch gesagt, ehrlich gesagt, verdammt dumm, da sich abhängig zu machen von Konzernen, die einfach systematisch darauf aufbauen, Logins zu produzieren und langfristig einfach in einer Verhandlungsposition sind, wo sie fast beliebige Preise setzen können bis zu einer bestimmten Schmerzgrenze und das auch tun. Wenn wir uns die Entwicklung am Aktienmarkt von bestimmten größeren Konzernen anschauen, die sehr erfolgreich mit diesem Modell sind, muss man sagen, ja, warum lassen wir uns da in vielen Bereichen überhaupt drauf ein? Also im Rahmen einer Kampagne für die Free Software Foundation Europe habe ich mir vor ein paar Jahren beispielsweise mal angeschaut, was in der Schweiz passiert. Da gibt es halt unterschiedliche Projekte, wo man eben sagt, in der öffentlichen Verwaltung machen wir eher Eigenentwicklungen, die eben auf freier Software oder zumindest Open Source basieren. Und für mich ist das wirklich Zukunftsmusik und vor allem ganz viele Anwendungen, gerade wenn wir auch in den Bereich von Kommunen schauen. Also das ist ja klar, wenn man einmal etwas entwickelt, was funktioniert, dann gäbe es hunderte Kommunen, die das auch nutzen könnten. Und natürlich ist die Übergangszeit hart und natürlich ist es am Anfang so, dass sich Leute beschweren werden, ach, das ist eine Umstellung oder das folgendes Feature ist noch nicht da. Aber langfristig ist das einfach der strategisch bessere Weg. Weil was man sagen muss, wenn wir uns anschauen, warum sind die großen Konzerne da, wo sie sind? Aus meiner Sicht ist das einfach auch Regulierungsversagen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, also ich habe in meiner Masterarbeit mir angeschaut, ja, Markteintrittschancen für dezentrale soziale Netzwerke. Und man muss einfach sagen, in fast allen anderen Märkten, wo wir diese Form von Marktstrukturen hätten, diese Form von Login, diese systematischen Strategien auch von Unternehmen, ja, ich würde fast sagen, erpresserische Strukturen zu produzieren, wären längst Kartellämter viel früher eingeschritten. Und da fehlt mir auch der Fokus, vor allem auf offene Standards zu schauen, auf Regulierung zu schauen, beispielsweise, was ist der relevante Markt, wenn wir uns fragen, hat Facebook eine marktbeherrschende Stellung? Klar kann man sich den Werbemarkt anschauen, man kann sich aber auch beispielsweise die Nutzerbasis anschauen, man kann sich anschauen, was für eine Marktmacht hat jemand anhand von Daten, die, was eben auch eine andere Relevanz bekommen wird im Kontext von KI. Und das passiert teilweise auch, also da haben sich die Kartellämter in den letzten Jahren bewegt, aber viel zu spät und ja, also man hätte vieles verändern können aus meiner Sicht. Ja. Ja, vielen Dank. Sie haben ganz vieles angesprochen. Es ist eine erschlagende Masse an Thematiken, die da auf uns zurollt. Sie haben Estland genannt als Vorreiter mit der Software X-Road, glaube ich, heißt die bei denen. Die haben ja schon ganz früh angefangen in den 90er Jahren und das sukzessive aufgebaut.
Herr Bachalle, jetzt hat die Bundesregierung eine umfassende Digitalstrategie angekündigt, schon zum Anfang der Periode. Es ist ein massiver Anspruch eigentlich. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. 50% Glasfaser bis 2025, digitale Identitäten für die Verwaltung, chancengleiches Bildungs- und Ökosystem, 80% E-Akte und E-Rezept, Datenräume in einen Rechtsrahmen geben, Internet als ein freier digitaler Raum auf der EU-Ebene soll gestärkt werden. Wahnsinnig umfassend. Wir haben das jetzt schon gehört. Es ist eben ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wo stehen wir da gerade? Ich glaube, je nachdem, was man sich anguckt, an unterschiedlichen Stellen, an den meisten nicht gerade da, wo wir stehen wollen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich glaube, wir haben, da bin ich voll dabei, sehr viel Zeit verloren an sehr vielen Stellen. Und es gibt ein paar Dinge, die gehen schneller in die Wirkung über. Also zum Beispiel so gerade Kommunen als Ankerkunden. Gerade in einem Umfeld wie in Europa, und ich würde schon auch sagen, dass immer in dem Moment, wo die Unternehmen dann wirklich versuchen, an den Markt zu gehen, brauchen sie eben auch wenn es Open Source ist, dazu komme ich gleich auch noch eine Anmerkung, brauchen sie natürlich auch irgendwie Geld. Geld kriegt man in Europa nur, wenn man irgendwie Ankerkunden hat. Das können die Kommunen total gut sein. Jetzt stelle man sich mal vor, irgendjemand hat was auf Open Source Basis programmiert, ist eine coole Sache, findet vielleicht sogar jemanden, der das mit ihm vertreibt und soll dann in ein europäisches Ausschreibungsverfahren gehen, wo die meisten Kommunen nun mal ihre Sachen ausschreiben. Das funktioniert nicht. Hamburg hat es deswegen jetzt eingeführt, Baden-Württemberg schon ein bisschen vorher vorgeschlagen, Franzosen machen es schon lange, dass man an Start-ups Aufträge unter 100.000 ohne europäische Ausschreibung vergeben darf. Natürlich profitiert davon nicht nur die Open-Source-Community, sondern erstmal auch proprietäre Software und auch nicht nur Software, sondern auch andere Innovationen. Aber es ist halt eben genau dieser Punkt, wo wir sagen, überall, wo ein Ausschreibungsverfahren so kompliziert ist, wie es nun mal ist, ja, natürlich profitieren da die Großen. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, wenn wir jetzt nochmal in dem Gebiet bleiben, wo Politik wirklich noch lernen muss, aber nicht nur Politik, sondern Entscheidungstragende überall in unserer Gesellschaft, ist so ein Wahrnehmungsproblem von Open Source. Das ist immer die Idee, ja, wenn das irgendwie Open Source ist, wie es vielleicht auch bei Signal irgendwie ist, dann kann ich es entweder nutzen, und zwar ohne Gegenleistung, frei, aber dann habe ich ja auch niemanden, bei dem ich mich beschweren kann. Ich habe keinen Kundensupport. Ich habe niemanden, der mich irgendwie vorgezogen, privilegiert behandelt, weil ich ja eine große Organisation bin und großer Kunde bin. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, das ist bei Signal vielleicht auch gar nicht schlimm, weil das Versprechen ist ja, es ist für alle sicher und wir haben alle ein Problem, wenn das mal irgendwie gebrochen wird. Okay, das ist die eine Debatte. Das andere ist, ich würde schon sagen, jetzt nicht, ich programmiere mal für meine Fraktion, bei uns nicht unbedingt, aber gerade wenn man in die Behörden reingeht, dann ist unter diesem Aspekt, ich möchte gerne einen Partner beauftragen, den ich ansprechen kann, das Open-Source-Universum erstmal aussortiert, obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Es gibt genug Anbieter, und das fand ich jetzt ja auch nochmal eindrücklich, die mehr oder weniger kommerziell, aber auf jeden Fall reliable so einen Service anbieten können. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken, um so eine Gleichwertigkeit überall dort, wo konkurrenzfähige Produkte sind oder wo man bereit ist, vielleicht auch irgendwie eine kleine Einschränkung hinzunehmen, es auch überhaupt erst möglich ist, dass die Entscheidungstragenden, die oft gar nicht so weit in die Sache reindenken, sondern die Open Source hören und denken, naja, das ist irgendwas free-floating, wir bezahlen es nicht und dann gucken wir mal, was passiert, überhaupt erst zu erklären. Also am Ende des Tages haben wir immer noch ein ganz großes Problem von Digitalkompetenz in den Entscheidungsfunktionen. Wollen Sie da was ergänzen, Herr May? Sonst kann ich das Stichwort aufgreifen. Nee, darf ich eine Frage stellen? Ja, also natürlich. Die dockt so ein bisschen drauf an, ist jetzt kein direkter Replik darauf, aber ich wollte schon immer mal einen Vertreter einer irgendwie linken Partei fragen. Und zwar, also manchmal sind ja linke Parteien auch an der Regierung und haben ja auch Zugriff auf Ressourcen. Und ich habe das nie verstanden, warum man da nicht einfach mal sagt, okay, wir versuchen jetzt mal auch mal auf Linux umzusteigen. Und ich weiß, das ist kompliziert. Die Stadt München hat es mal probiert und da gehen jetzt die Meinungen auseinander, ob es deswegen gescheitert ist, weil es zu schlecht lief oder ob es quasi so ein bisschen ein Deal mit Microsoft war, die zufälligerweise im gleichen Zeitraum auch ihren Firmensitz nach München verlegt haben. Und es scheint aber irgendwie zu funktionieren. Und also ich habe das Gefühl, so linke Parteien, für die sind so
linke Konzepte, weiß ich, wie irgendwie Feminismus und Bekämpfung von Armut und so digitale linke Themen sind irgendwie so völlig getrennt voneinander. Ich glaube, nicht unbedingt, aber es ist ein großes Strukturprojekt. Also der Login-Effekt in der Verwaltung ist ja immens. Ja. Und wenn man in kleineren Verwaltungen, ich sag mal, nur Word abschaffen will, dann stößt man ja auf einen Widerstand auf der individuellen Ebene. Das heißt, ich würde sagen, es rutscht in der Priorität sehr schnell nach unten, weil es sehr schnell nicht mehr ein einfaches Infrastrukturprojekt ist, sondern mit einer immensen Anstrengung der Überzeugung und Umstellung innerhalb der Verwaltung einhergeht. Was ja nicht unbedingt schlecht sein müsste. So. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt, wo man vielleicht auch die Versäumnis dann bei allen linken Parteien, die in dem Form regieren, auch eingestehen muss, ist immer der, wenn man eigentlich eine Strukturreform macht. Mhm. Weil sozusagen, dass nur die Leute mitnehmen für diesen Wechsel, ist genau der Teufelskreis, in dem sich eben diese der sich aus diesen Login-Effekten ergibt, wo man leider eben nicht nur eine Debatte über steigen wir um führt, sondern was bedeutet das dann auch noch für euch? Und das ist, glaube ich, einfach eine Frage von Gewohnheit, die aber, wenn man dann die Kämpfe sich aussuchen muss, leider oft runter priorisiert wird. Vielleicht nochmal an der Stelle einmal kurz nachgehakt. Jetzt sind Sie ja regierungsbeteiligt und der Digitalausschuss ist von den Grünen geleitet. Es klingt jetzt so, als wäre das ein föderales Problem, ein ganzes Stück weit, dass verschiedene Entscheidungswege gehen muss, diese Thematik. Was ist das Arbeitsergebnis dieses Ausschusses bisher? Wo steht man bei diesem doch ambitionierten Ziel? Sie haben auf der Webseite stehen, jetzt muss ich nochmal nachlesen, genau, auf Ihrer Webseite steht bei den Grünen, dass man Open Source als Regel für öffentliche Aufträge machen möchte. Wie gehen Sie da vor? In diesem sehr, das haben Sie ja jetzt gut skizziert, in diesem sehr verworrenen Sumpf der verschiedenen Entscheidungswege. Naja, es gibt einzelne Bausteine, wo das, glaube ich, über die kommunalen Dienstleister schon besser gelingt. Und es gibt andere Bausteine, wo es noch ganz furchtbar gelingt. Der Bundestag ist da so ein Beispiel. Die Bundestagsverwaltung ist sehr Microsoft-affin, sagen wir es mal so. Und tatsächlich, wir haben es noch nicht geschafft, das als Grundregel in irgendeiner Form einfließen zu lassen. Am Ende muss das auch eher in den Häusern einzeln geregelt werden. Sondern es ist tatsächlich eine sehr mühsame Arbeit, bei vielen einzelnen Ausschreibungen immer wieder hinzugucken, immer wieder auf die Alternativen hinzuweisen. Und leider rennt man auch immer wieder Ausschreibungen hinterher. Diese Bundestagsausschreibungen sind das beste Beispiel, wo man dann irgendwie von einer Entscheidung liest. Das war dann halt irgendwie unter einer Schwelle, wo es durch politische Gremien ging oder es lief irgendwie also auf einer Verwaltungsstruktur, die halt noch nicht, entweder noch nicht, wie sage ich das jetzt, ohne dass es blöd klingt, also noch nicht so sehr an die neue Regierung gewöhnt ist. So. Und das ist tatsächlich auch ein Problem bei uns, wieder einmal die Digitalkompetenz. Und wir unterschätzen immer wieder, auch wir, kann man schon so sagen, wenn man das so einfach postuliert, wie breit Digitalisierung aufgestellt ist und an wie vielen Ecken solche Entscheidungen am Ende getroffen werden. Und dass da eben Leute sensibilisiert sein müssen, die sonst mit Digitalisierung nichts am Hut haben oder nichts am Hut haben wollen. Und das ist die große sozusagen digitale Care-Arbeit, dass man versucht, allen Einzelnen hinterherzulaufen und alle Entscheidungsträger einzeln zu briefen. Wie gesagt, an manchen Stellen gelingt es besser und an anderen Stellen, würde ich sagen, sind wir noch ganz am Anfang. Aber wir haben noch nicht die Möglichkeit gefunden, das könnte der Kanzler vielleicht per Richtlinienkompetenz oder so, aber wir arbeiten da noch dran. Okay, Sie arbeiten dran, dann treffen wir uns bald wieder. Frau Nokun, Sie hatten von, ja, ach so, wenn Sie schon. Ich muss sagen, mich macht das da so ein bisschen auch traurig, wenn ich das so höre, weil es fast so wirkt, als wenn man sich kleiner macht, als man eigentlich ist, ne? Also man hat eben mit diesen Themen Wahlkampf gemacht und da ist eine Community, die hat einem vielleicht auch das Kreuzchen oder mehrere gegeben.
weil man gesagt hat, wir sehen hier eine realistische Chance auf einen tatsächlichen Wandel. Und von daher mein bescheidener Input auch nochmal von Seiten der Community. Da gibt es viele Leute, die mit den Füßen scharren und die nicht mit allem zufrieden sind. Und ich glaube schon, dass es halt mehr Potenzial gibt. Ne? Und wie Sie auch sagen, dann rutschen Sachen halt mal auch auf der Priorisierungsliste nach hinten. Allein so eine Aussage ist schon sehr bitter für eine Community, für die das wahlentscheidend war. Muss man halt an der Stelle einfach auch sagen. Und dann muss man sich vielleicht auch mal mit Christian Lindner anlegen. Und dann muss man vielleicht auch sagen, ja gut, wir müssen hier mehr Schulungen machen. Ja, das kostet halt Geld. Ja, also es ist ja ähnlich bei anderen Themen, wenn wir sagen beispielsweise, wir wollen für eine bessere Gleichstellung in unterschiedlichen Bereichen kämpfen, dann geht das halt auch nicht ohne Awareness-Trainings. Wenn wir sagen, wir wollen klimagerechte Politik nicht nur auf großer Ebene, sondern in den einzelnen Behörden eben auch nachhaltige Strukturen etablieren, dann wird dafür auch ordentlich Geld in die Hand genommen. Und da würde ich mehr Einsatz auch im Bereich freie Software wünschen. Ja, ein Regulierungsversagen, das Sie auch schon eingangs angesprochen hatten. Wenn man jetzt mal vielleicht von der Politik weggeht und sich nochmal das Open-Source-Universum selbst anschaut, abseits dieser Regulierung, wie kann man denn diese distribuierten, diese föderierten Produkte jetzt noch stärken, Herr May? Was fällt Ihnen dazu ein? Also ich glaube zum einen Kohle. Also es gibt ja in Deutschland den Prototype Fund, der, glaube ich, auch ganz gut angenommen wird. Das ist, glaube ich, noch offen, ob es weitergeht. Also würde, glaube ich, Sinn machen, wenn es weitergeht. Und es könnte vielleicht auch noch ganz andere Projekte geben auf Landesebene. Die Wirtschaft könnte vielleicht auch aktiv werden, also weil Unternehmen hadern ja auch extrem mit Big Tech und fühlen sich denen völlig ausgeliefert. Und wenn jetzt, sagen wir mal, der BDI, wenn er einfach mal Geld sammeln würde, da könnten, glaube ich, relativ schnell mehrere Millionen zustande kommen und könnten quasi auch sagen, wir machen jetzt einen relativ freien Fördertopf für freie Projekte. Und die Communities sind eigentlich relativ pragmatisch, die nehmen Geld von allen. Die nehmen auch Geld von Google und nehmen auch Geld vom US-Staat. Und das wäre eine Sache. Und dann fände ich, glaube ich, das sinnvoll, wenn so Multiplikatoren mehr solche Software einsetzen, zum Beispiel der Staat. Zum einen, weil das vielleicht müsste, also ich halte es eigentlich für einen Skandal, dass die staatliche Software auf Windows läuft, weil der Staat verwaltet teilweise auch sensible Daten, Gesundheits-, Finanzdaten. Eigentlich kann der Staat nicht garantieren, dass die Daten sicher sind, also weil man nicht unabhängig permanent, also stichpunktartig reingucken kann. Wenn weil der es keinen Staat offenen jetzt, Quellcode gibt. Genau, also wenn der Staat jetzt vermehrt freie Produkte, Projekte nutzen würde, würden mehr Leute damit in Kontakt kommen. Und er könnte vielleicht auch selber Ressourcen mobilisieren, weil vielleicht irgendwie Verwaltungen sagen, ja, LibreOffice ist toll, aber wir brauchen noch eine bestimmte Funktion und engagieren vielleicht jemanden aus der Community, uns ein bestimmtes Feature zu entwickeln. Und was auch noch helfen könnte, wenn auch zivilgesellschaftliche Akteure sich beteiligen, zum Beispiel Kirchen oder Sozialverbände oder Umwelt-NGOs, wenn die sagen würden, okay, wir gucken nicht nur, dass unsere Schokolade fair gehandelt ist, sondern dass wir irgendwie auch freie Projekte unterstützen, dort Inhalte anbieten, das selber nutzen, dann würden zum einen auch wahnsinnig viele Leute mit in Kontakt kommen und zum anderen könnten sie auch mit einigen Ressourcen das voranbringen. Und da sehe ich auch so ein bisschen, hatte schon immer das Gefühl, es gibt so eine Trennwand zwischen klassischen Linken und zwischen Netzlinken. Und das, glaube ich, wenn man das überwinden würde, da würden, glaube ich, auch mehr Ressourcen damit reinkommen. Da sprechen Sie jetzt das Wahrnehmungsproblem von Open Source an, auf das Herr Bacherle ja auch schon hingewiesen hatte. Liegt das an der demografischen Zusammenstellung in Deutschland auch, dass wir auch in vielen Organisationen Leute haben, die eben noch nicht so technisch affin sind? Weil es ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute und eigentlich erstmal naheliegende Option zu sagen, in Stiftungen, in Verbänden etc. kann man diese Systeme etablieren. Das ist vielleicht etwas niedrigschwelliger als bei der Bundesregierung. Und dann hätte man schon mehr Potenzial. Habe ich Sie da richtig verstanden? Oder? Ja, ich glaube, das ist schon eine Altersfrage, also ob die Leute fit sind. Ich glaube, so alte Linke, die wissen gar nicht, was Open Source ist.
Und ich glaube, es ist auch ein bisschen schon ein Wahrnehmungsproblem, dass man davon ausgeht, dass so freie Projekte nicht so gut nutzbar sind, was leider teilweise auch stimmt. Und da ist es, also ich glaube, diese freien Projekte, denen fehlt es nicht an teilweise wahnsinnig talentierten ITlerInnen. Die gibt es quasi zuhauf, aber denen fehlt es an den Leuten, die so drumherum, die sich mit Marketing auskennen, mit User Research. Und deswegen funktionieren die Projekte auch teilweise nicht so gut. Also Mastodon, irgendwie, da springen teilweise auch Leute ab, die es einfach mal ausprobieren wollen, dann irgendwas nicht verstehen. Während die großen Tech-Projekte, da wurde irgendwie alles tausendmal jedes Szenario durchprobiert. Ja. Also es tauchen immer wieder diese Gruppen auf, die dies verstehen, die dies nicht verstehen. Frau Nokun vielleicht an der Stelle. Das ist ja eigentlich alles, es klingt so ein bisschen, als wären das abgeschlossene Communities. Aber wir brauchen ja eigentlich eine Synergie von verschiedenen Communities. Und gerade jetzt sollten sich ja irgendwie PolitikerInnen, aber auch Verbände etc. darum kümmern, dass diese Synergien entstehen. Muss da ein Umdenken auch in der Open-Source-Community stattfinden oder wie kann man fördern, dass da die Menschen aufeinander zugehen können? Ja, also ich würde sagen, teils, teils. Also erst einmal würde ich zu bedenken geben, dass die Situation nicht so schlecht ist, wie sie manchmal gerne dargestellt war, wird. Ich habe letztens mit Freunden diskutiert, es ging um Kinder und dann kam nur so, ja, in unserem Signal-Eltern-Chat. Und ich so, was? Ihr habt einen Signal-Eltern-Chat? Und tatsächlich ist das gar nicht so selten und das ist gar keine Frage von technischen Skills, sondern eher eine Frage der Priorisierung. Ja, da geht es um Kinder, da geht es um sensible Daten, wollen wir das wirklich WhatsApp in den Rachen werfen? Und da reicht es manchmal, wenn eine technisch versierte oder politisch interessierte Person in einem Gremium ist und sagt, das ist mir wichtig und dann kann man so etwas auch leicht durchsetzen. Ja, ist eine andere Frage, ob die Leute dann noch privat WhatsApp für andere Dinge nutzen, aber vielleicht ist das halt auch im Einzelfall gar nicht so schlimm, als diese grundsätzliche Entscheidung, ich schaue mir meine Use Cases an und priorisiere, in diesem Fall ist mir Datenschutz besonders wichtig, deshalb gehe ich zu einem anderen Dienst. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die nutzen Google und so weiter und sagen dann, naja, aber wenn es halt um meine Krankheitsdiagnose geht, dann suche ich halt doch woanders. Ne? Die meisten nutzen Tor nicht auf einer täglichen Basis, sondern in bestimmten Fällen. Ja? Und diese Kompetenz bei Leuten erstmal zu wecken, das ist gar keine technische Kompetenz, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür, ich habe eine Wahl. Und das würde aus meiner Sicht etwas sein, was man schon in der Schule durchaus als Thema diskutieren kann und muss. Ich glaube aber auch, dass wir, dass diese Diskussion, wie viele Leute nutzen etwas, ist es erfolgreich, ist es sinnvoll, weil Leute es viel nutzen oder wenig nutzen, das ist ein komplettes Ablenkungsmanöver und das kennen wir aus dem Bereich Datenschutz. Ja, es gibt diese Studien, die haben Leute, da wurden Leute gefragt, hier, das sind die AGBs von Facebook, die hast du offensichtlich irgendwann mal abgenickt, findest du die eigentlich geil? Ja, also wenn du die Möglichkeit hättest, Dinge zu streichen, was würdest du streichen? Die meisten Leute sagen, also ganz ehrlich, freiwillig hätte ich das nie unterzeichnet. Das ist diese Abhängigkeitssituation. Das ist diese marktbeherrschende Stellung. Und von daher glaube ich schon, dass wir da an einer politischen Regulierung oder auch einer politischen Förderung von Projekten nicht drumherum kommen, weil die meisten Leute würden gerne Alternativen nutzen, wenn sie dadurch keine Einbußen hätten. Ja, und diese Situation der Einbußen, die ist oftmals dem geschuldet, dass wir so lange gewartet haben. Und natürlich gibt es hier und da Probleme bei der Usability, die habe ich aber bei großen Konzernen auch. Ja, also wenn ich mir überlege, wie viel Werbung ich reingedrückt bekomme bei großen Plattformen, das ist keine tolle Usability. Ja, und da blenden wir einfach den kompletten Bereich aus, wo eben Dinge so optimiert wurden, um uns zu Dingen zu bringen, die wir gar nicht machen wollen. Ja? Und das ist eben auch eine schlechte Usability. Und diese Diskussion würde ich mir viel stärker wünschen. Ja, es gibt, oder in Ihrem Buch gibt es auch das Kapitel zur Ökonomie der digitalen Gegenwelt. Und wenn ich an Usability denke und das dann in einem größeren Rahmen mir vorstelle, dann gehört dazu ja, wenn ich ein Unternehmen bin oder so und ich möchte Produkte nutzen, dann gehört dazu, dass ich eine stabile Förderung für diese Produkte haben will. Ich möchte vielleicht eine eigene Ansprechpartnerin, einen eigenen Ansprechpartner haben. An vielleicht Herrn Bacherle, inwieweit sind Sie denn mit Unternehmen im Gespräch und haben Sie denn schon von Unternehmen gehört, dass es Beschwerden gab über die bisherigen Technologielösungen?
Und können Sie da nicht vielleicht eine Mittlerrolle sein zwischen der nicht kommerziellen Open-Source-Welt und den Unternehmen, die vielleicht an die Tür klopfen? Also auf der einen Seite ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Knackpunkt ist aber, dass digitale Souveränität noch nicht als USP gesehen wird. Und das ist, glaube ich, anders bei eben dem Chat über die Kinder oder irgendwie sensibler Chat und grundlegend bei privater Kommunikation ist Datenschutz noch sehr naheliegend und damit ist so diese Frage von Souveränität abgeben eine sehr naheliegende. Und dann ist sowas wie Signal, hat eben einen klaren USP. So, und ist nicht nur konkurrenzfähig, sondern eben sogar besser. Und das ist natürlich das beste Verkaufsargument. Und ist am Ende, bin ich überzeugt, der Grund, warum Signal in viele Organisationen auch Einzug hält, weil alle sagen, Moment mal, hier auf der einen Seite habe ich irgendwie, weiß ich nicht, Telegram, wo ich weiß, die Russen lesen mit oder zumindest denken kann. Und auf der anderen Seite irgendwie WhatsApp, wo ich mir auch denken kann, dass ein anderer Geheimdienst wahrscheinlich mitliest. Dann habe ich eben noch den einen anderen Anbieter, oder nicht den einen, aber den einen Bekannten, wo das nicht so ist. Und diese Diskussion findet natürlich immer wieder auch bei Unternehmen statt. Ich glaube, am allerprägnantesten hat sie stattgefunden, als Privacy Shield gekippt wurde und als eigentlich der Datenaustausch mit amerikanischen Servern mindestens mal im Graubereich war, sagen wir es mal wirtschaftsfreundlich, so, eigentlich nicht erlaubt war. Zumindest bei personenbezogenen Daten. Und plötzlich diese Diskussion eine viel größere, relevantere Rolle gespielt hat. Was bedeutet es eigentlich, wo die Daten gelagert sind? Und man plötzlich auch die Grenzen entdeckt hat von, ich habe den großen Anbieter, egal ob das Zoom oder Microsoft war, die machen ja gar nicht das, was ich von ihnen will. Ich kann die ja fragen, könnt ihr bitte GDPR-compliant sein? Und dann sagen die, nee, oder vielleicht mit einem Milliardeninvestment in 5 Jahren. So, cool. Und ich glaube, das ist so eine Debatte, die auf jeden Fall stattgefunden hat, die auch in den nächsten Jahren, also auch das Data Privacy Framework wird nicht standhalten, wäre meine Prognose, also werden wir diese Debatte wieder haben. Aber auf der einen Seite, glaube ich, ist der Leidensdruck oft nicht groß genug oder nicht groß genug gewesen. Und wie gesagt, diese Frage von digitaler Souveränität als ein Vorteil, die spielt leider noch in vielen Debatten eine zu kleine Rolle. Ich glaube aber, dass es durch die aufkommende KI-Debatte und die angestoßene Debatte um generative KI eine neue Sensibilisierung darüber gibt, wie wertvoll eigentlich Daten und auch große Datensätze sind und wie wichtig es ist, darüber eine Kontrolle zu haben. Und ich glaube, das wird nochmal eine größere, oder ich merke auch bei Firmen, gerade bei Firmen, entsteht eine größere Skepsis dem gegenüber, was sie da unterschreiben. Und wo eigentlich Ihre Daten zu welchen Konditionen dann liegen und hinübermittelt werden. Okay, wir kommen langsam schon zum Ende, zumindest hier in geschlossenem Zirkel. Wir wollen gleich auch nochmal mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen. Vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn es denn jetzt bei den Regierungen und bei den Leuten, die diese Systeme vielleicht auch verändern könnten, schon auch Probleme gibt. Wie sieht es denn dann mit Förderungen aus? Wir haben ja auch gehört, die Open-Source-Community braucht die Kohle. Gibt es denn, Stichwort Prototype Fund, der 2025, glaube ich, ausläuft, gibt es denn da schon Pläne, die zivilgesellschaftliche Entwicklung von Technologie zu fördern? Also wir alle kennen die Haushaltsverhandlungen, deswegen werde ich keine Versprechungen machen, aber natürlich hat der Prototype Fund eine hohe Priorität für uns. Auf der anderen Seite glaube ich, der Savant Tech Fund ist eben ist eher Basisinfrastrukturförderung, aber was da jetzt so spannend ist, da ist auch so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter, wie weit kann eigentlich so ein Savant Tech Fund auch wachsen? Wir haben es jetzt nochmal aufgestockt, es gibt jetzt noch das Bug Bounty Programm, aber da stellt sich jetzt langsam, wie gesagt, so eine Frage, so eine Wachstumsfrage, an der wir gerade dran sind zu überlegen, wie das gut funktionieren kann, dass das auch größer und für mehr Anwendungen, aber mehr, vielleicht auch mehr Felder, aber wie gesagt, das muss man nochmal sehr genau sich angucken, funktionieren kann. Aber einen Punkt will ich schon nochmal auch zustimmen sozusagen. Ich glaube, die wichtigste Förderung ist, dass diese Anwendungen genutzt werden. Und dass sie auch dort, wo, wie gesagt, Firmen ein Geschäftsmodell draus machen und sagen, wir bieten es dem Staat Open-Source-Software an, der Staat auch eben ein Ankerkunde wirklich wird. Auch verstehe den Frust, gar keine Frage,
Aber ich glaube, das ist trotzdem mit die wichtigste Baustelle. Okay, Frau Nokun, Sie haben ja schon gesagt, der Einzelne, der die Einzelne ist nicht in der Hauptverantwortung hier zu sehen. Das ist ein Strukturproblem. Ich frage Sie jetzt trotzdem ganz ketzerisch, was können wir denn jetzt als Publikum tun, um das nicht kommerzielle Internet zu stärken? Ja, also ich habe kürzlich eine 200-Euro-Überweisung an meine lokale Mastodon-Instanz getätigt mit dem Betreff, ich glaube, Schnaps und Kuchen. Die Server-Admins werden sich sehr freuen und tatsächlich nutze ich Mastodon auch sehr gerne, ja, weil X einfach kein schöner Ort mehr ist, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, es ist auch keine gute Idee, als Politiker und Journalist nur noch darum zu hängen bei einem Algorithmus, der ja politisch, sage ich mal, tendenziös ist, um es freundlich zu formulieren. Ich glaube, wir können alle etwas tun, beispielsweise in den Fällen, wo es eben klar ist, dass es auch eine Chance gibt, Dinge durchzusetzen, anregen, ob es jetzt die Kita ist oder die Schulgruppe oder vielleicht auch der Freundeskreis oder die Planungsgruppe für den Polterabend zu sagen, so hey, lass doch mal was anderes ausprobieren. Meine Erfahrung ist, die junge Generation hat nicht mehr einen Messenger auf dem Smartphone, die haben schon mehrere, das ist in vielen Fällen überhaupt gar kein Problem und das einfach auch teilweise in die Familien tragen. Und wenn es halt der Familienchat ist, der bei Signal läuft, ist bei mir tatsächlich der Fall, gab es ehrlich gesagt auch gar keine Diskussion, liegt vielleicht auch an der IT-Affinität der Familie, aber das sind Dinge, die kann man einfach mal so machen. Und was man auch einfach mal so machen kann, ist natürlich Abgeordnete anschreiben. Meiner Erfahrung nach bringt es auch sehr viel, bei Bürgersprechstunden einfach mal aufzutauchen. Es gibt Kaffee und Kekse und tolle Gespräche und das macht einfach schon Eindruck, wenn dort jemand wirklich steht und sagt, mir ist das wichtig aus folgenden Gründen. Und ich glaube, wir müssen einfach langfristig auch stärker dieses Argument bringen in der politischen Debatte, dass es um digitale Souveränität geht, auch als Sicherheitsaspekt für den Staat und staatliche Infrastrukturen. Ja, also in diesem Jahr wird in den USA gewählt, da wird sich eventuell werden sich Dinge verändern. Es haben sich in den letzten 3 Jahren auch auf europäischer Ebene viele Dinge verändert, auch seit dem Angriff auf die Ukraine in der Gänze nochmal. Und ja, man muss einfach sagen, dass freie Software und Transparenz, die damit verbunden ist, für kritische Infrastruktur einfach ein sehr guter Schutzmechanismus sind, an die andere Konzepte aus meiner Sicht lange nicht rankommen. Vielen Dank. Herr May, Sie haben zwischendurch so geschaut, als würden Sie noch was ergänzen wollen. Nee, ach Quatsch, also ich finde, es wäre schön, wenn mehr Leute das nutzen und ich glaube aber tatsächlich sozusagen, was ich wichtiger fände, wenn quasi auf so ein bisschen größerer kollektiver Ebene mehr passiert, wenn es mehr Förderung gibt, wenn mehr so größere Akteure, die irgendwie die Macht haben, also oder Power haben, das einzusetzen und Leute mit in Berührung bringen, wenn die das voranbringen. Ich glaube, die Projekte tun schon sehr viel und da sind viele engagierte Leute und die brauchen aber einfach so ein kleines bisschen Unterstützung, monetärer Art, aber irgendwie auch so ideeller Art und dadurch, dass sie einfach so durch Nutzung und durch Verbreitung einfach größer werden. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, vielleicht auch zum Abschluss, um nochmal eingangs auf das Beispiel, das Sie gebracht haben, Frau Nokun, auf Estland einzugehen. Ich habe gelesen, dass X-Road von, ich glaube, 3%, also das ist das Programm, mit dem Bürgerinnen und Bürger in Estland mit den Verwaltungsbehörden interagieren können digital. Und das wurde irgendwie am Anfang von 3% der Bevölkerung genutzt. Und sobald dann die beiden wichtigsten Banken mit eingestiegen sind in Estland, ist das auf 40% hochgegangen. Also vielleicht wirklich ein Anstoß auch an die Politik da, wirklich mit der Wirtschaft in Kontakt zu kommen, weil sobald, oder auch mit Vereinen und sozialen Strukturen, sobald das losgeht, können die Prozentzahlen deutlich in die Höhe gehen. Ja, vielen Dank an Sie. Und jetzt würde ich gerne dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Gibt es dann irgendwelche Fragen? Ja, da vorne ist eine Frage. Wir haben ein Mikro irgendwo. Ja, hier. Dankeschön an das Panel. Ich habe eine allgemeine Frage. Wir haben jetzt über die dominante Welt gesprochen und die Gegenwelt, noch nicht so viel über die Zwischenräume. Also was könnte Usern helfen, umzuziehen?
Einmal Datenportabilität und Interoperabilität. Ich habe jetzt gelesen, am Donnerstag ist der DMA in Kraft getreten. Jetzt könnte man quasi WhatsApp und Signal vernetzen, sodass man nicht mehr beides haben muss. Aber Signal sagt, mit Blick auf Datenschutzstandards wollen sie gar nicht. Und Meta sagt, wir würden die Nachrichten dann in eine Ecke schieben von WhatsApp, weil wegen Sicherheitsbedenken. Das heißt also, das Versprechen, das wir jetzt hatten von Interoperabilität durch den DMA, wird vielleicht gar nicht Wirklichkeit. Können vielleicht Sie noch mal was dazu sagen, ob man quasi bei dem Umzug, bei der Interoperabilität noch mehr tun könnte, was den Umzug in die Gegenwelt sozusagen unterstützen könnte? Weil ich glaube, das ist ein Knackpunkt, der genau uns dazu bringt, dass diese Login-Effekte sich noch verstärken, dass es super schwer ist, überhaupt umzuziehen, wenn man zum Beispiel nicht seine bisherigen Nachrichten oder sowas verlieren möchte. Also ich glaube, es ist zum einen, ich habe kurz mal so ein bisschen überlegt, also das eine Problem ist, glaube ich, grundlegend, Signal hat ja gar kein Interesse, interoperabel zu sein, weil Signal möchte ja, dass die Leute wechseln zu Ihnen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Signal böse finde oder so, im Gegenteil, sondern weil ich Signal diese Sorge ernsthaft abnehme. Bei WhatsApp stelle ich das vielleicht eher in Frage, deren Sicherheitsbedenken. Also ich glaube, wir haben so ein gerade so aufstrebende Dienste, ist das Interoperabilitätsversprechen auf der einen Seite eine Chance zum Wechsel, aber auf der anderen Seite wollen die ja genau diesen Punkt erreichen, dass eben die ganze Elterngruppe darüber wechselt und alle sich Signal runterladen und nicht ich auf Signal umsteige und danach aber trotzdem noch die mit mir kommunizieren wollen, gar nicht mit umsteigen müssen. Also ich sage, ich lösche WhatsApp, weil das ist Mist, steige auf Signal um, aber alle können weiter irgendwie mit mir kommunizieren. Also das ist dann nicht Datenportabilität, sondern das wäre dann die Interoperabilität. Ich glaube, das ist so ein bisschen an den Stellen manchmal ein Bruch so, was aber nicht heißt, dass kleinere Dienste und Eckdienste nicht auch trotzdem auch von dem, was jetzt schon kommt, profitieren können. Ich glaube aber, der zweite Schritt, was ganz arg wichtig ist, ist, dass die Standards offen sind, also dass die Formate offen sind, dass einheitliche Formate genutzt werden. Weil ich würde sagen, das ist die größte Hürde, wenn jemand einen Word-Konkurrent anbieten möchte und ich kann meine DocX-Sachen nicht mehr öffnen, dann ist es raus. So. Und deswegen ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir an der Stelle auch uns nochmal dezidierter angucken, wo gibt es denn de facto marktbeherrschende Formate, die nicht offen sind, die dann so einen Umstieg de facto verhindern, glaube ich, ganz essentiell. Vielen Dank. Ich habe hier eine Frage gesehen und dann. Ja, Albert Reinhardt. Ich würde gerne erfahren, ob es irgendwelche Sicherheitskonzepte, Frau Nokum hat es kurz erwähnt. Also ich glaube, dass man halt diesen Sicherheitsaspekt, also wir leben jetzt sozusagen am Rande auf Sichtweite eines Krieges und haben vor kurzem da diesen Brand an so einem Master gesehen, der dann gleich der Infrastruktur lahmgelegt hat, die für Tesla wichtig wäre oder ist und so weiter. Also ich glaube, dass halt dass es im Gemeinwohlinteresse ist, diese technische Sicherheit herzustellen. Und dafür müsste man halt politisch dann auch sozusagen eine ganz andere Größenordnung aufmachen. Also meiner Vorstellung nach müssten das in allen Landkreisen, da gibt es zurzeit einige Modelle, die schon Kreislaufwirtschaft in Gemeinden versuchen. Und vor diesem Hintergrund oder diesem Aspekt, das würde vielleicht ganz gut passen, diese Kreislaufwirtschaft auch sozusagen digital stabil zu halten und ländliche Regionen sozusagen zu fördern und dort Prozessstrukturen zu schaffen, die halt resilient sind, sage ich mal verkürzt, und B, sozusagen genau dazu dienen, die technische Sicherheit von freier Software oder von überhaupt von dem Einsatz von Software ständig weiter zu entwickeln, aber schon Interaktion mit kleinen Gruppen, also mit menschlichen Gemeinschaften, weil das, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie technisch was am Menschen vorbei entwickeln sollten, was dann Sicherheit bringt. Wir müssten es wirklich sozusagen. Und dann wäre im Bedarfsfall, ich sag mal, wenn dann dieser Blackout oder sowas passieren würde, hätte man dann halt sozusagen diese Reserve von Informations- oder Wiederherstellungsstrukturen
Also aus dieser Struktur heraus würde das ganz automatisch in diese Mainstream-Bereiche reichen und es wär dann sozusagen so eine Art Big Six. Also man muss sich nicht immer mutwillig klein machen, wollte ich jetzt nochmal anmerken. Die anderen sind riesig und man kann nicht dagegen angehen. Man muss einfach nur passende Strukturen schaffen, die halt im Sinne von Commons wirklich dann auch Gemeingüter sind. Ja, das muss halt rechtlich so verrechtlich sein. Da habe ich jetzt zu wenig Ahnung im Detail. Ja, also ich wollte nur mal klarstellen, ich wollte in keinster Weise einen Blackout an die Wand malen. Ich schreibe nicht diese Art von Büchern. Aber man muss ja ganz klar sagen, dass da sollte sich auch die freie Software-Community nicht kleiner machen, als sie ist. Auf vielen Systemen im Backend läuft Linux, ne? Also aus Sicherheitsgründen, weil große Konzerne sagen so, das ist stabil, das ist gut, da wissen wir, was wir haben, da können wir genau reingucken. Damit kann ich gut arbeiten. Und mein Aspekt war halt tatsächlich auch Wirtschaftsspionage, ne? Also das ist tatsächlich ein relevanter Faktor, gerade auch für große Konzerne, aber auch für den Staat, ne? Also gerade, also ich muss sagen, mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich einige Aussagen von einigen Wirtschaftsministern in einigen Bundesländern höre, wie toll man KI denn in einzelnen Behördenstrukturen nutzen kann. Ja, kann man. Es gibt halt auch freie Alternativen. Und die Frage ist, was für sensible Daten möchte ich meine Mitarbeitenden da halt einfach mal eintippen lassen? Ne? Also das sind ja durchaus Fragen, mit denen man sich, finde ich, intensiv auseinandersetzen sollte, bevor etwas diesen Eingewöhnungseffekt irgendwo hat, ja? Dass man es schwerlich wieder wegbekommt. Und beim Thema IT-Security muss man ja auch sagen, freie Software ist nicht automatisch sicherer als andere Software. Es ist ja immer die Frage, wie viele entwickeln mit. Mein Aspekt, also der Punkt, den ich da vor allem stark machen würde, auch gerade im Punkt auf Verschiebung von Machtverhältnissen international und unterschiedlichen Interessen, ist halt wirklich, kann ich ausschließen, dass da eine Backdoor ist. Ne? Also klar, wenn ich reingucken kann, ist das Risiko zumindest deutlich geringer. Und ich finde, das sollte in der öffentlichen Debatte stärker sein. Ja, also ich finde es auch interessant, dass freie Software auch durchaus anders vermarktet wird in anderen Ländern. In der Schweiz wird gerne von digitaler Nachhaltigkeit gesprochen. Mhm. Wäre vielleicht auch interessant für die Grünen, ja, als Anregung. Und vor allem auch der Punkt der IT-Sicherheit und Souveränität. Das ist einfach gerade in konservativen Kreisen das Verkaufsargument schlechthin, muss man sagen. Also punkto Sicherheit mache ich mir gerade am meisten Gedanken über die kommenden Wahlen in den USA. Also man konnte halt lange Zeit sagen, naja, irgendwie wahnsinnig viel Daten landen bei der NSA, aber trotz aller berechtigten Kritik an der US-Regierung ist es ja irgendwie noch ein Rechtsstaat, eine Demokratie und das scheint ja zu kippen. Also ich meine, irgendwie mittlerweile kommt nicht mehr irgendwie sexuelle Liberalisierung und Meinungsfreiheit aus den USA, sondern religiöser und politischer Fundamentalismus. Schwapp drüber und eventuell gibt es bald einen offen rechten bis rechtsradikalen Präsidenten, der schon angekündigt hat, naja, Diktator für einen Tag kann ich mal sein. Und das ist halt wahnsinnig gefährlich. Also wenn dann in solche Hände einfach wahnsinnig sensible Daten landen. Ich bin in der DDR geboren, da gab es die berüchtigte Stasi und allein Alphabet, die haben Möglichkeiten, sich in Gruppen, in Menschen reinzuzoomen, davon hätte die Stasi nur träumen können. Und wenn dieser Zugriff in der Hand von einfach autoritären rechten Apparaten, das ist wahnsinnig gefährlich. Vielen Dank. Wir hatten hier noch eine Frage. Dankeschön. Ich habe zwei Fragen an den Herrn May. Bei Ihren Säulen kam so wenig heraus, wie eigentlich die Finanzierung durch uns als Nutzer sein kann. Also gibt ja verschiedene Plattformen, dass ich Entwicklern Geld spenden kann. Und das ist die Frage zugleich an die Politik. Gerade Auseinandersetzung mit dem Finanzamt. Ich bin freier Gewerbetreibender. All meine Spenden für freie Entwickler werden mir nicht anerkannt, weil die alle sagen, das sind keine gemeinnützigen Organisationen, sondern selber wieder irgendwie gewerblich Tätige. Und das ist natürlich Quatsch. Also ich kann ja keine freie, und ich mache das natürlich trotzdem, aber ich will ja trotzdem von der Politik eine Antwort dazu, wie jeder von uns, der das auch nutzt beruflich und dafür auch bereit ist zu bezahlen, das auch ganz normal als Betriebsausgabe geltend machen kann. Zumindest zum Anteil. Vielen Dank, Herr May. Was ist mit den Nutzern?
Also Spenden ist immer schön, kann man machen. Was heißt, naja, also ich meine, man kann halt an die direkt spenden. Also an Wikimedia Deutschland kann man spenden. Das ist gerade bei so globalen Projekten manchmal ein bisschen komplizierter. Dann machen die das halt über irgendwie Organisationen vor Ort oder über Spendenplattformen. Ich glaube, also man kriegt das schon hin, also wenn man einem Projekt Geld spenden will. Und das ist immer eine gute Idee. Und ich glaube aber, das Ding ist, Spenden funktioniert halt. Also nur, also Wikipedia kriegen es auf einem extrem hohen Niveau hin. Fast niemand kriegt es sonst hin. Thunderbird kriegt es auf einem niedrigen Niveau hin. LibreOffice auch einigermaßen gut. Aber die meisten scheitern einfach an Spenden. Da muss man einfach wahnsinnig groß sein, damit da irgendwas Vernünftiges rüberkommt. Also insofern gerne spenden, gerne rumerzählen, dass man spenden soll. Auch Unternehmen gerne Geld zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, man braucht schon noch diese anderen, man braucht Gelder vom Staat und zum Glück gibt es diese Open-Source-Geschäftsmodelle, dass teilweise quasi dann auch Unternehmen sehr viel Geld zur Verfügung haben und die in freie Softwareprojekte pumpen können. Und jetzt, warum das nicht anerkennt, da kenne ich mich leider nicht so gut aus mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Herr Bach, hallo. Also alle großes Anliegen ist es uns, ich würde mal die Kolleginnen aus dem Finanzausschuss mal wieder dazu befragen. Das ist alles, was ich dazu sagen. Also der Stand, genaueren Stand habe ich leider auch nicht, aber ich weiß, dass so Gemeinnützigkeitsdebatten immer sehr zäh sind. Aber wie gesagt, ich nehme es mal nochmal mit und frage nochmal die zuständigen Kolleginnen. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ja, hier haben wir noch eine Frage. Ich nehme mal heraus, keine Frage, sondern eine Anmerkung. Ein Grund, dass Open Source ja nicht die Durchdringung hat, ist einfach der Netzwerkeffekt. Weil so viele Leute schon etwas benutzen und es zum Standard geworden ist, fällt es extrem schwer, da etwas alternativ zu etablieren. Das muss man noch dazu sagen. Und die Qualität von Open Source Programmen, ich kenne exzellente Open Source Programme, da reichen kommerzielle Programme lange nicht hin. Und man hat sehr viele Möglichkeiten, das überfordert aber auch User. Ja, ich kann mir wunderbare Desktops für mein Linux-System draufzimmern, KDE Plasma, da habe ich so ein Windows-Gefühl, das übertrifft jedes Windows, also locker. Das ist jetzt nicht mangelnder Qualität geschuldet, sondern der Trägheit auch und eben diesem Netzwerkeffekt. Ja, vielen Dank für dieses Plädoyer. Gibt es sonst noch Anmerkungen, Fragen? Zwei haben wir jetzt hier, glaube ich. Ach so, ja. Ja, und hallo. Tja. Und zwar, was natürlich immer sehr hilft, ist auch, wenn man so ein paar Leuchtturmprojekte hat. Ne? Ich kenne halt viele Menschen in Konzernen, die dort auch im Open-Source-Bereich tätig sind. Zum Beispiel jetzt im Bahnbereich die Open Rail Foundation auf europäischer Ebene, wo sich jetzt drei Staatskonzerne zusammengetan haben. Komm, lass uns das mal Open-Source machen, weil davon profitieren wir alle. Und ich glaube halt, solche Projekte, die wirken und strahlen auch nach draußen, die strahlen auch in Firmen, in Konzerne rein, weil man zum ersten Mal diesen Möglichkeitsraum auch für sich entdeckt. Darum jetzt meine konkrete Frage dann auch vielleicht hier an den Bundestag, weil einen gewissen Gestaltungsraum haben Sie ja als Vorsitzender. Wo ist jetzt zum Beispiel das Projekt, womit Sie irgendwie mal vorangehen und sagen, bei uns setzen wir für unsere innere Organisation das so und so ein, weil ich glaube, das könnte auch eine Strahlkraft in den Bundestag haben. Also ich bin noch nicht, ich bin nur Obmann für meine Fraktion, aber also was wir selber machen, ist natürlich ein Nextcloud-basierte Cloud benutzen, so basic, wir natürlich Signal benutzen. Ich glaube, die Sachen sind relativ klar. Überall, wo es in die Bundestagsstruktur reingeht, wird es leider sehr, sehr anstrengend, das durchzusetzen. Und ich müsste jetzt, wir sind gerade dabei, als AG Digitales tatsächlich nochmal auf den Prüfstein zu stellen, fraktionsintern, welche unserer sonstigen Tools eigentlich Open Source basiert sind und welche nicht. Das wissen wir teilweise nicht, weil das ein bisschen nischige Sachen sind. Wo wir diese Fragen in letzter Zeit nochmal gestellt haben. Aber genau, also still a long way to go, aber so diese Sachen, die klar da sind, wie gesagt, Nextcloud-basierte Clouds, Signal und so weiter, das setzen wir natürlich überall ein.
ein Punkt, der mir da vielleicht noch einfällt, ist natürlich dieses Werben. Und ich glaube, das wird dann sicherlich im Wahlkampf wieder interessant, dass man halt eben nicht auf WhatsApp erreichbar ist, sondern auf Signal. Das ist immer eine schwierige Diskussion, weil wir können uns nicht von den großen Plattformen zurückziehen. Das kann man diskutieren, aber meine Überzeugung ist, das geht nicht. Dazu sind zu viele Menschen dort, wo wir auch irgendwie mitspielen müssen. Aber gerade bei so Zusatzideen wie eben, schreiben Sie mir Ihre Frage und Sie kriegen eine Sprachnachricht zurück oder sowas, was man ja im Wahlkampf dann immer mal wieder macht. Da ist es natürlich dann spannender zu sagen, schreiben Sie mir auf Signal. Und wenn die Leute sich nur die Frage stellen, was ist eigentlich Signal, ist vielleicht auch was gewonnen, wenn vielleicht auch nicht gerade im Wahlkampf, aber dann halt für die Sache. So wie ich Sie verstanden hatte, Leuchtturmprojekte müssen nicht unbedingt regierungsintern sein, oder? Weil Sie haben ja auch Leuchtturmprojekte in Ihrer Digitalstrategie. Ich glaube, da sind 25 Leuchtturmprojekte drin. Können Sie da vielleicht noch mal was dazu sagen, wie das verteilt wird? Die Leuchtturmprojekte sind ja laufende Projekte, die identifiziert wurden. Meisten davon sind schon relativ weit ausgerollt. Auch nicht alle davon würde ich Leuchtturm nennen oder zumindest nicht positiv, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, bei denen ist tatsächlich das ein bisschen das Problem, dass sehr viele von diesen Projekten schon angestoßen waren und schon liefen, als wir die Regierung übernommen haben und die Leuchtturmprojekte sozusagen eher sind, das wollen wir fertig kriegen. Das heißt, da ist die Implementierung von Open Source teilweise noch möglich gewesen, aber teilweise auch einfach das Projekt schon zu weit konzipiert, zu weit entwickelt gewesen. Okay. Gut, dann eine Frage hier vorne habe ich gesehen. Vielen Dank, Adrian Tietz. Ich habe nur die Frage, es kam mir eben der Aspekt auf der Sicherheitsfrage, die damit auch verbunden ist, vor allem von Frau Nuck und Herrn May. Und das verbindet dann ja auch in der parlamentarischen Debatte, wenn sich jetzt die Fraktionen vorbereiten auf die Wahlen in den USA, auf die Präsidentschaftswahlen, ja plötzlich zwei Aspekte im Grunde miteinander, der Sicherheitspolitik und der Digitalpolitik, die ich so bisher eigentlich gar nicht in der öffentlichen Debatte verbunden wahrgenommen habe. Die Frage ist einfach nur, wird das jetzt in diesen Debatten um kritische Infrastruktur, Vorbereitung auf die USA-Wahlen, ist das erkennbar im Bundestag, dass so eine Verbindung auch in den Diskussionen gesehen wird? Also ich kann es von innen sagen, gerne auch den Blick von außen noch ein bisschen kritischer drauf werfen. Ich würde sagen, auf jeden Fall, aber nicht nur für die Wahlen in den USA, sondern auch für unsere Wahlen zum Europäischen Parlament. Und ich glaube, die Debatte ist da, sie hinkt aber trotzdem noch krass hinterher. Also sie ist immer noch so ein bisschen auf dem Niveau von, oh ja, das ist ja gegebenenfalls schwierig. Also sie geht auch krass durcheinander. Nicht alles, was reingeworfen wird, ist immer gleich verständlich. Und sie ist eben, also ja, ich meine, die TikTok-Debatte, die wir aus den USA vor dort einem Jahr hatten, die gibt es hier natürlich auch. Die Frage, was, wenn da ein ausländisch kontrollierter Akteur womöglich die Distribution, also das Ausliefern bestimmter Inhalte unterdrücken und anderer vorrangig behandeln kann. Das sind Riesenprobleme, das sind aber eigentlich Debatten, die wir seit also mindestens 5, wenn nicht eher 15 Jahren führen. Die Frage von Transparenz von Algorithmen, die Frage, wie wird eigentlich digitale Öffentlichkeit, wie wird digitaler Diskurs eigentlich sortiert. Das heißt, ja, aber es ist so ein Vorschieben von Wellen, die eigentlich in der digitalen Zivilgesellschaft schon seit jeher und schon seit Ewigkeiten diskutiert werden. Und das ist natürlich manchmal dann auch ein Problem, in der Frage von, wie reagiert man darauf und wie bekämpft man es. Also bekämpfen sowohl in Policies, weil dann eben die Frage von Transparenz von Algorithmen noch viel kontroverser diskutiert wird, als wir das vielleicht eigentlich tun würden, weil wir sagen würden, Moment mal, wir müssen doch eigentlich gesichert wissen, warum bestimmte Inhalte viel ausgespielt werden, vielen Menschen, und warum andere Inhalte das nicht werden. So, wir müssen doch irgendwie wissen, ist das... liegt es daran, dass das eine ein schöneres Video ist oder liegt es daran und das andere nur ein Foto ist mit viel Schrift drauf oder was ist eigentlich der Grund? Und das fehlt uns massiv, aber wie gesagt, da ist immer noch ein starker Bruch drin. Ne? Und gerade in der Frage auch mit Umgang damit, ich finde, also ich möchte gar nicht so sehr auf den KI-Hype aufspringen, aber trotzdem die Frage von
KI-generierten oder editierbaren Bildern, bringt es bei Menschen, bei vielen auch Kolleginnen und Kollegen auf das Tableau. Jetzt muss man darüber diskutieren, aber jeder, der irgendwie in den letzten 8 Jahren mal Grafikdesign gemacht hat, weiß spätestens, wie einfach es seit Photoshop 2020 ist, Leute auszustellen und innerhalb von Minuten irgendwo rein zu Photoshoppen. Und verstehe ich voll, dass Leute, die das vor 15 Jahren die erste Photoshop-Version gelernt haben, krass finden und vielleicht sich nicht vorstellen können. Aber diese Verschiebungen in der technischen Möglichkeit, die kommen leider erst ja, sehr, sehr verzögert tatsächlich an in der ganzen Debatte. Deswegen auf der einen Seite, ich bin sehr happy, dass wir das vermehrt diskutieren, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit guten Lösungen rauskommen, noch dass wir irgendwie die, wie sagt man da so schön, Radikalität der Realität anerkennen und dann angemessen darauf reagieren können. Okay, jetzt habe ich eine Frage hier drüben gesehen. Sie haben schon das Mikro. Ja, weniger eine Frage, sondern vielmehr nochmal ein Aufgreifen von dem, was Frau Nocun vorhin sagte, dass man vielleicht schlicht und ergreifend mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten über all die Themen, die hier angesprochen worden sind, auch das Thema Absetzbarkeit von Spenden, ja, nein, vielleicht, braucht es die entsprechende Rechtsform dahinter. Ich kann das aus eigener Anschauung sozusagen sagen. Das war jetzt, ich weiß nicht zum wievielten Mal, das hässliche Ungeheuer namens Vorratsdatenspeicherung mal wieder seine Fratze gehoben hat, wo wir dann, also ich, zwei Freunde und ich, auch aus der Branche, eben mit unserer zuständigen, seinerzeitigen Bundestagsabgeordneten darüber gesprochen haben. Und das war insofern eine ganz positive Erfahrung, weil die Dame zuerst war Sozialpolitikerin, zuerst natürlich eine Viertelstunde oder 10 Minuten erklärt hat, was also sie an sozialpolitischen Themen irgendwie betreut, aber dann tatsächlich für eine weitere Dreiviertelstunde wir zu dritt bzw. zu viert dann ein sehr offenes Gespräch hatten. Ja. Und insofern kann ich das also nur jedem hier im Raum empfehlen, mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten oder denen, die für den Bundestag kandidieren, das wird erst in 2 Jahren der Fall sein, schlicht und ergreifend mal auf den Zahn zu fühlen und zu sagen, wie hast du es denn mit freier Software, mit der Absetzbarkeit von Spenden etc. 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 Und ein angenehmer Seiteneffekt ist, dass man das dann auch in die jeweiligen eigenen sozialen Communities, nicht mit Absicht nicht soziale Netzwerke, aber in die eigene soziale Umgebung tragen kann, wenn das Gespräch, insbesondere dann, wenn das Gespräch, sagen wir mal, für alle Seiten, muss nicht zwingend erfreulich sein, aber im Sinne von, man hat seinen Punkt durchgesetzt, aber jedenfalls konstruktiv gewesen ist, ja, sodass also möglicherweise als Seiteneffekt auch die allfällige Politikmüdigkeit vielleicht ein wenig abnimmt durch diese Anregung. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für das konkrete Beispiel und auch die positive Note, die wir durchaus mitnehmen wollen, weil es ist ja nicht alles so schlecht und auch die Politik sollte sich vielleicht nicht ganz so klein machen, weil das ist ja wirklich vielleicht ein Anliegen, das wirklich vielen Leuten mittlerweile auf dem Herzen liegt. Wir müssen jetzt hier Schluss machen. Es gibt jetzt nämlich noch süßen Nachtisch und der wartet. Und es gibt aber Zeit für Fragen, denke ich, auch noch im Anschluss. Und ich muss noch hinweisen und will noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung hier, nämlich Machine Readable Me am 21. März. Eine Buchbesprechung mit Sarah Rammann und Aline Blankatz. Ich hoffe, dass wir uns dort wieder sehen. Und wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.